in dieser ersten Zeit, da war komischerweise die Vergangenheit gar kein Thema. Es ist auch in der öffentlichen Diskussion keins gewesen. Es gab auch noch nicht die Bücher. Es gab auch in der politischen Diskussion noch nicht die Vergangenheitsbewältigung. Selbst der Nürnberger Prozess hat nicht diese Wirkung ausgelöst, wie dann später in den 60er Jahren. Ich weiß nicht warum, aber da ist die, da ist plötzlich die ganze Literatur und das sind auch die Stimmen laut geworden. Da ist der SS-Staat, dann kamen das Tagebuch der Anne Frank und es kamen auch noch Menschen, die überlebt hatten und auch dagegen waren, es kamen auch die Gegner zu Wort. So habe ich eigentlich in der ersten Zeit gar nicht daran gedacht, meine Vergangenheit zu bewältigen. Natürlich habe ich diese Schrecknisse durch den Nürnberger Prozess, diese 6 Millionen Juden andersrassischen Menschen, die da umgekommen sind, als eine ganz erschütternde, fürchterliche Tatsache empfunden. Aber ich habe noch nicht den Zusammenhang hergestellt mit meiner eigenen Vergangenheit. Ich habe mich noch damit zufrieden gegeben, dass ich persönlich keine Schuld hatte und auch davon nichts gewusst habe. Von diesem Ausmaß habe ich nichts gewusst. Aber eines Tages bin ich an der Gedenktafel vorbeigegangen, die für die Sophie Scholl an der Franz-Josef-Straße befestigt war. Und da habe ich gesehen, dass sie mein Jahrgang war und dass sie in dem Jahr, als ich zu Hitler kam, hingerichtet worden ist. Und in dem Moment habe ich eigentlich gespürt, dass das keine Entschuldigung ist, dass man jung ist, sondern dass man auch hätte vielleicht Dinge erfahren können,